Sehr schön. Jetzt wollen wir so ein bisschen abziehen. Das ist sehr gefährlich. Müsst ihr aufpassen. Aber ich heiße ja Danger. Und Danger steht für Gefahr. Und ich darf gefährliche Sachen machen. Ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo. Hallo. Das ist Danger. Falls ihr den noch nicht kennt. Ja, wir wollten euch heute zeigen, wie wir Felgen aufbereiten. Weil nicht, Sonka, dass ihr das in den falschen Hals kriegt. Weil Christian und ich machen das auf unterschiedliche Wege. Genau, wir haben das, machen das beide Jahre lang. Und heute haben wir mal, oder hat Mike mal gefragt, ob ich am Sonntag Zeit habe. Hm, ja klar, wollen ein bisschen Felgen machen wollen. Wir haben uns mal ein bisschen so schlau gemacht, wie das andere macht. Wir haben uns das gegenseitig mal so, was zu perfektionieren, nochmal angeguckt. Und ich denke mal, wir haben eine ganz gute Lösung gefunden, oder? Ja. Mike hat es vorher schöner gemacht. Ja, er hat die faulen Technik gemacht. Hm? Du hast die faulen Technik genommen, das funktioniert verdammt gut. Welche faulen Technik? Das mit Beizen oder was? Oder nein. Mit Schleifen? Ja. Aber es funktioniert sehr gut. Ja, vor allen Dingen hast du da das Problem nicht, was du bei deinen hast, dass du leichte... Aber das nur nicht vorweg, das zeigen wir dir. Ja, das zeigen wir. Also, ich hatte ein bisschen umgangsständlicheren Arbeitsweise wegen... Das war jetzt aber ein Gehackstück. Spul mal zurück. Also ich habe andere Arbeitstechniken angewandt, die waren ein bisschen aufwendiger. Dafür war das Endergebnis ein bisschen schöner. Schön. Schöne. Felgen. Genau. Und, aus der Kombination haben wir jetzt... Geht es jetzt schnell und schön? Ja, also wie lange brauchen wir jetzt für eine Felge? Halbe Stunde. Halbe Stunde ungefähr. Von Anfang bis Ende durch. Das ist voll viel Scheiß, was wir labern. Ja. Womit fangt ihr denn an, wenn ihr... Ja, also als erstes haben wir die Felgen hier. Ja, als erstes haben wir die Felgen hier. Das ist offensichtlich notwendig, ja. Genau, also was man dazu braucht, Felgen, Schleifmittel. Drehbank auch mal hat. Hat man gut sortierten Handel. Also ihr befindet euch gerade bei Mike im Keller, in seiner Mietwohnung. Nein, im Gartenhäuschen. Im Gartenhaus bei Mike in der Mietwohnung. Also, genau. Er hat den Garten auch nur gemietet. Ja. Die dicke Bertha, ne, die steht dahinter. Ne, die könnt ihr sehen. Hinterm Grill stand die Drehbank. Ja. Guck da, da steht die. Die kleine. Die Akkubohrmaschine. Von 1942, die hat schon für den damaligen Krieg auch geschafft. Ja, also ja. Ich glaube ja. Definitiv. Pfannen und Töpfe gedreht. Ja, genau, Pfannen und Töpfe. Pfannen und Töpfe, ich glaube, die haben sie aber eher anders. Ich glaube, die haben Strohhalme gebaut für Panzer. Ja, vor diese Strohhalme. Ja, genau. Nee, aber die kann nicht nur das, die kann sondern auch sowas. Ja, also im besten Fall nimmt man das, was man hat. Ich habe zum Glück eine Drehbank, das ist das Beste, was du haben kannst dafür. Muss er pusten? ja, im Grunde Felgen, aufspannen, ins Futter und dann drehen lassen. Wir spoilern. Nein. Mach es. Nein, ich will nicht spoilern. Du machst jetzt... Bommes! Rot-Weiß. Grüße gehen raus an Gewitter im Kopf. Ne? Gewitter im Kopf, genau. Könnt ihr mal... Könnt ihr mal gucken, wie mein Auto macht. Nee, da können... andere Leute angucken, die Tourette haben. Und die Tourette haben, beziehungsweise die sich den Kanal angucken, können uns ja auch angucken oder auch abonnieren vielleicht. Vielleicht haben wir ja hier auch wen mit Tourette. Au! Meinst du, wirklich? In der Küche kann ich mich ganz doll beruhigen. Ja. Au! Das ist so schön. Der Hammer. Ja. Also, ich mach mal keine Witze darüber. Jetzt warum haben wir denn jetzt hier, warum haben die Leute gerade das Video angeklickt? Ihr wollt wissen, wie ihr Felgen macht. Genau, ja. Dann mal los. Ich glaube, jetzt war ein bisschen viel off-topic. Wollen wir nochmal einen machen? Ich kann auch was wegnehmen. Er cuttet. Also, ihr seht jetzt ja schon, wie wir die Felge drauf haben. Wir können ja mal zeigen, wie sowas im Rohzustand ankommt. Soll ich mal auf den Stapler packen? Ja, pack doch mal rauf. Beziehungsweise du kannst sie ja mal einfach in die Kamera. Oh, das ist voll schwer, so ein Scheißding, Alter. Die guten Fake-Felgen, was? Die guten Porsche-Fake-Felgen. Komm mal wirklich von Porsche, aber sind Fake-Felgen. Sind keine Originalen. Also, du hast eine Klarlackbeschichtung drauf, die muss als erstes runter. Dazu haben wir uns ein Werkzeug gebastelt. Wir haben uns eine Abziehvorrichtung gemacht für den Klarlack, damit wir den leichter abziehen können. Haben dazu eine Stange genommen, eine Aluminiumplatte drauf gemacht von der Drehbank, eine Wendeschneidplatte, damit man den Klarlack schön sauber abziehen kann, damit man nicht stundenlang schleifen muss. Das war zum Beispiel die Technik von Sonka. Bei mir ist die Technik gewesen, Schleifpapier und stundenlang schleifen. Dann haben wir halt herausgefunden, dass die scharfe Kante ist gut für Ecken und mit dem Radienmeißel kannst du am besten Flächen machen. Da musst du dann aber auch vorsichtig auflegen und alles. Also da ist wirklich höchste Vorsicht geboten. Da kannst du dich und die Felge kaputt machen mit. Also mach das nicht zu Hause nach. Genau, mach das bei euch im Gartenhaus.
Mit Schleifpapier sicherer, ne? Ja, genau. Also mit Schleifpapier sicherer und ist auch am Ende saubere Oberfläche. Da hast du weniger Arbeit mit. Ja. Wir würden jetzt diese weiterschleifen, bis die Klarlackreste komplett runter sind. Und da kann Mülli dann im Grunde... Ich gucke da mal zu. Ein bisschen hin und her filmen, gucken, da ja. Dies, das, Ananas. Und beim nächsten Step dann erzählt er wieder was. Ja, also... Nächster Step wäre dann im Grunde polieren. Wir könnten jetzt noch halt... Also das erklären wir danach. Genau. Das, wenn wir zu den Polierscheiben kommen, das erklären wir euch dann. Jetzt schleifen wir erstmal 40, 80, 240, 320, 400, 600. Dann nochmal mit dem Schleifpad nass durch und dann sind wir schon wieder beim Dann sind wir bei den Polierscheiben. Hast du gerade Gewitter im Kopf gehabt? Ja, ein bisschen. So, wir machen jetzt mal. Ja, tschüss. Wir machen jetzt weiter. Warte mal, zeig dir, wie man Gas gibt. Das ist noch an. Warte, jetzt. Und übrigens, das ist kein Gequatsch. Komm her, ich zeig dir mal, wie alt die ist. Ja, Felge eingespannt. Sehr schön. Jetzt wollen wir so ein bisschen abziehen. Das ist sehr gefährlich, müsst ihr aufpassen. Aber ich heiße ja Danger. Und Danger steht für Gefahr und ich darf gefährliche Sachen machen. Und das ist mir zu langsam. Wir nehmen doppelte Geschwindigkeit. Mit dem Stahl ab, das heißt, er zieht es gerade mit dem Radienstahl ab. Macht das auf jeden Fall nicht zu Hause nach. Das ist wirklich. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Don't try this at home. Lieber Jack, es ist Info. Abgezogen quasi. Es sind noch ein paar kleine Stellen da. Die können wir aber gut verschleifen. So haben wir mit weitaus weniger Arbeit, als wenn wir das gleich von vorne reingeschliffen hätten. Und ja, wir schleifen dann gleich. Und dann seht ihr, wie weit das ist. Schreien. Nein, ich möchte nicht schreien. Nein, nicht für die Kamera.
Zeig Scheide für Einschaltquote. Mit zeigt Scheide. Es gibt verschiedene Arten, wie ihr das Ganze polieren könnt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, verschiedene Baumwoll-, Filzaufsätze, also sagen wir mal, für Schnellläufermaschinen. Ja. Ihr habt die Möglichkeit, den einen Winkelschleifer zu nutzen oder umgangssprachlich Flex oder mit der Baumaschine. Wir haben herausgefunden, dass die Kombination aus beidem super läuft. Das ist mega geil. Ja, also wir schleifen oder wir polieren im Grunde mit der, ich glaube, das müsste eine harte Sisalscheibe sein. Yes. Mit der polieren wir vor, mit der groben Paste. Damit machen wir den Grobschliff schon mal drauf. Danach kommt Christian mit seiner Flex. Mit der mittelgroben Scheibe. Schon die Nähte geöffnet, das heißt, damit du noch ein bisschen weicheres Fell hast. Aber mit einer relativ rauen Politur, also mit einer relativ rauen oder relativ groben Wachspaste. Das ist so zumindest der Punkt. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das heißt, auch zum Vorpolieren. Ihr habt die harte Sisalscheibe gesehen. Dazu gibt es zum Beispiel auch noch Filz. Das ist je nachdem, wo ihr am besten mit klarkommt. Das ist zum Beispiel eine feste Filzscheibe. Das ist für manche Felgen viel, viel besser also zum Polieren. Aber in manchen ist es halt auch, wie bei denen zum Beispiel, funktioniert die Sisal super gut. Die zieht den ganzen Schliff raus, das heißt die ganzen Schleifreste. Und dann gibt es die Scheiben noch in ganz weich. Das ist dann, wenn sie sauber wäre, ich habe sie noch nicht sauber gemacht, wäre die halt flauscheweich. Ne? Das ist dann quasi die letzte Stufe. Das ist nur ein Schlecht drin. Die man polieren kann, oder wo man mit manipulieren kann. Das machen wir mit diesem Fall ganz anders, weil wir heute festgestellt haben, dass das super geil geht. Einfach und doof, das ist der Hochkompressor. Einfach und dumm, deswegen ja auch heute, ne, Pommes rot-weiß. Einfach nur rot-weiß, Aluminium-Spiegelglanzpolitur, als letzte Stufe nochmal rüber. Hashtag keine Werbung. Hashtag. Nein, übrigens, das wir nehmen nur, wir nehmen. Nein, aber man muss ja erwähnen, wir haben das nicht gesponsert gekriegt. Nein, das habt ihr euch selber. Gar nichts gesponsert. Ja? Wir kriegen dieses Video enthält quasi unbezahlte Werbung. Also gar keine Werbung, weil es ist nichts bezahlt. Nee, genau. Selber bezahlt. Jetzt haben wir das festgestellt, dass es damit wirklich gut geht bei den Felgen. Und so machen wir das auch weiter. Ja, Mike macht jetzt wieder die erste Stufe. Mike hat nämlich schon vorhin den Vorschnitt immer noch gemacht. Und dann, wenn es wirklich ins Eingemachte geht, dass ich gleich wieder aussehe wie ein dünklerer Mensch. Also wie Mike. Mike hat schon wenig auch so schwarz im Gesicht. Ich habe ihn noch nicht angeguckt. Nee, du hast nur ein paar Spritzpilze drin. Bin ich auch so schwarz? Nur ein paar Punkte. Ich glaube, es ist unter meinem Bart sieht man das nicht so stark. Ja, aber ich habe keinen Bartwuchs, weil ich bin da die Date. Also wo ich mich vorhin nach dem Döner essen ein Gesicht abgewaschen habe mit der weißen Serviette, war das schwarz. Bei mir auch. Ja. Wir sind fett. Auch. Big in Business. Und hungrig. Ja. Dick und so, jetzt zeigt Mike, wie du mehr Gas gibt. Guck jetzt mal an. Nein. Ja. Ich nehme jetzt weniger Gas, weil wir nur halbe Drehzahl nehmen. Oh. Das ist voll geil. Nur noch halb so schnell. Wollt ihr da wieder eine Linksform machen? Da gibt es nicht gleich nochmal ganz kurz. Bevor es jetzt weiterläuft. Es gibt verschiedene Wachssorten. Ich zeig mal ganz kurz, die wir hier gerade so nutzen. Zum Vorpolieren. Die Maschine noch mal kurz aus. Zum Vorpolieren, sag ich mal, die Wachse sind immer relativ weich, die kann man auch so mit der Hand runterkratzen. Das ist jetzt zum Beispiel zum Vorpolieren für die allererste Stufe, beziehungsweise die zweite Stufe. Du nutzt, glaube ich, das Weiße, ne, oder das Graue. Braun. Mike nutzt zum Beispiel Braun, das ist ganz, ganz weich. Dann gibt es diese dunkelbraune Paste, die ich eben gerade zeige, die großen Klötz. Und dann gibt es, sag ich mal, man sieht immer grün, grün. Das eine Grün, was ich zum Beispiel habe, das ist ein bisschen weicher, das ist die dritte Stufe quasi. Das ist zum Vorpolieren und zum Feinpolieren gibt es wirklich einen harten Block, ne, den kann man auch nicht zerkratzen. Der ist wirklich knüppelhart. Und das ist die Stufe 4. Dann gibt es noch Gold, das ist dann noch 5. Alles Tünne braucht man nicht. Vor allen Dingen gibt es auch verschiedene Schleifklötze, die für spezielle Materialien sind. Genau. Aluminium, Edelstahl, Stahl. Also da kann man sich quasi dumm und dusselig suchen. Da gibt es sehr, sehr viel zur Auswahl, aber es gibt auch fertige Sets. Dann gibt es Secondhand-Flanell. Das heißt, ihr kriegt welche mit Kordhosen drin. Das ist kein Witz. Ja. Das zum Beispiel nutzt man, um die Scheiben sauber zu machen.
Man macht sie nicht mit Bremsenreiniger sauber. Dafür gibt es wirklich diese Drahtbürsten, die man dann mittels diesen komischen Eulenschieber noch ein bisschen härter stellen kann, damit die Borsten ein bisschen kräftiger sind. Damit macht man die sauber. Dann habt ihr dementsprechend wieder ein gutes Glanzbild, ohne welche Schleifspuren drin oder welchen Dreck. Ne? Das so viel dazu. Juh. Ja. Ich glaube, wir fangen jetzt mal wieder an. Ne? Ja, dann machen wir wieder einen Zeitraffer beim Polieren. Würde ich jetzt sagen. Mhm. Und dann seht ihr nachher die Felge mit Endglanz. Endglanz? Endglanz. Glanz, Endstufe? Ja, genau. Das reicht dann auch. Bis gleich. Danke, Matze. Raus aus meinem Garten. Raus aus meinem Garten. Wie ihr gesehen habt, ich mach's nochmal. So, wie ihr gesehen habt, wir sind durch. Ihr habt gesehen, wie das Ganze immer so geht. Wir werden gleich die letzte Felge machen. Ja. Und dann gehen wir nämlich auch ins Wochenende. Endlich. Mhm. Falls das Ganze gefallen hat und sowas. Ja, liken, teilen, abonnieren. Glocke aktivieren, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Falls ihr Fragen habt oder sonst was, unten in die Kommentare. Wir geben uns Mühe, euch alles zu beantworten. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps für uns, wie wir was verbessern können. Alles in die Kommentare hauen. Alles. Ganz genau. So. Abschalten.